Ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist ziemlich lange her, seitdem wir diesen Namen gelesen haben. Und ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern vermutlich auch bei euch, wenn ihr das Spiel habt. Vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ja, erstmal willkommen bei Skull and Bones. Ihr seht's, neuer Titelbildschirm. Ich habe keine Ahnung, ob eine neue Season, ob was neu ist. Null Ahnung. Ich habe einfach das Update runtergeladen, was halt da war. Ich weiß nicht, wie viele Updates das insgesamt waren. Ich habe es einfach runtergeladen. Ja, und habe es halt gestartet. Deswegen, ich dachte mir so, ich guck einfach mal mit euch zusammen wieder rein, was denn alles so geändert wurde, was Neues. Vielleicht findet man ja wieder richtig Anreiz dafür. Also eigentlich habe ich schon Lust, aber ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe andere Spiele, wo mir dann trotzdem noch mehr Spaß machen. Deswegen habe ich das hier immer liegen gelassen, dann trotzdem. Obwohl es eigentlich sehr teuer war fürs Liegen lassen, aber na gut. Wir gehen mal rein und gucken mal. Also theoretisch soundmäßig sollte es noch passen, wenn es noch immer übernommen ist. Ich habe es nie runtergelöscht. Oh. Ja, danke für die Einblendung. Ich will das eigentlich sehen. Okay, also verstanden habe ich nicht wirklich so viel. Auch wegen diesen ganzen Einblendungen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Okay, Season 2 ist da. Triumphales Unheil ist jetzt verfügbar. Hallo, ich möchte es lesen. Wirklich Highlights, Woche 6. Ja, neue Herausforderungen warten. Diese Teulings Coverbriefe ausfangen ab und verdiene die Schmugglermarken. Ja. Klaglied der Piraten, Chorflotte unter Führung von Armand und Bertrand. Ja. Sommerfest. Das Sommer ist im Indischen Ozean angekommen. Besiege die Eishändler der großen Kompanien, zaubere schnelle Cocktails und verdiene im zeitbegrenzten Sommer-Event exklusive Verschönerung. Ja, hört sich ganz nett an. Es war jetzt sehr, sehr viel für mich. Also, was ist das hier jetzt nochmal? Kann das bitte hier bleiben, bevor ich sie weiter drücke? Also, neue Season. Neue Weltereignisse und Herausforderungen, ja. Dinge über den Körperbrief Belohnung wie ein neues Schiff und Ausrüstung. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt schon läuft, ne? Das ist. Okay. Kreuze die Pläne der Kompanie, indem du neue Handelskonvois, Elite-Schiffe und die Upbreak-Zwillinge Perks. Okay. Wie weiter gegen die Korf und die Hamburg. Besiege Bertrand Hamburg, neue Handelskonvois, Elite. Okay. Ja, okay. So, wir gucken mal in den Shop rein. Okay. Oh, der sieht anders aus.
Es erinnert mich ein bisschen an Sea of Thieves irgendwie. Aufmachung hier. Okay. Sehr viel Kosmetik. Sehr, sehr viel Kosmetik. Okay, ja. Kaperbrief. 1300. Schmugglermark. So, 15 Schmugglermark. Premium Pass. 1000. Was haben wir hier? Währung. Hier kann man natürlich für echt Geld das kaufen. Nochmal extra 60 Euro für so ein bisschen. 10 Euro, dass man sich in dem Sinn den Premium Pass holen kann. Weiß ich nicht. Dann kriege ich das Token da. Das hier, was noch nicht geladen hat. Jetzt. Ja, ist so basic, ne? Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und ihn hier. Ist auch basic. Okay. Ja, weiß ich. Muss jeder für sich selber wissen, ne? Aber warum gehen die Dinger? Muss ich das alles anklicken, oder was? Hier auch. Ja, ich hab's mir noch angeguckt. Cool. Naja, egal. Guck kurz hier in die Einstellungen wegen Sound, aber eigentlich sollte es passen. Gut aus. Ich glaube, können wir sogar 35 machen. Gut, dann gehen wir einfach mal rein. Gucken einfach mal, was uns erwartet. Vielleicht sieht ja auch die Map anders aus. Bin mal gespannt. Also für mich hört sich das eigentlich so an, als ob das eine neue Fraktion wäre. Da reingekommen ist. Also die, wo dann auch im drin bleibt. Ich glaube, La Pest, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Soweit ich das schon habe. Ein bisschen ärgert es mich jetzt, ja, dass ich die 1 nicht komplett fertig machen konnte oder halt gemacht habe. Aber das Spiel hat mich halt irgendwann nicht mehr gecatcht. Da gab es halt dann schönere Spiele. Deswegen ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. So, darf ich dann mal rein, oder? Gucken wir uns jetzt ein Black Screen. Sound ist auch keiner da. Ich höre zumindest kein Meeresrauschen. Nix. Ich hab 50 FPS. Ah ja, da haben wir doch. Okay, wir haben einen Brief. Was hier? Flottenzuweisung. Was ist das? Weise Manufakturen Schiffe zu, damit diese automatisch die Achterstücke abholen, sobald die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Es ist ratsam, ein Schiff zuzuweisen, das mindestens den empfohlenen Schiffsrang hat. Ein Schiff mit einem niedrigen Rang kann sich bei Feindkontakten möglicherweise nicht verteidigen. Das heißt, das Schiff könnte beschädigt werden und seine Fracht verlieren. Okay, das klingt sehr interessant. Welches ist mein Schiff? Weiß ich das noch? Ich würde behaupten, Erde. Okay, Movement ist immer noch für ein... Sorry, dass ich das sage, für ein Arsch. Also, was soll das? Ich drücke einmal die Taste hier und er macht hier den Step-Tanz. Okay, gucken wir mal auf die Map. Was haben wir hier? La Pest oder was? Gibt's den immer noch?
Das Symbol hier kommt mir nicht bekannt vor. Das sieht neu aus. Einmal hier. Kommt so ein Schiff. Ist das? Ah, bei ihr, okay. Ja, sonst hat sich aber nicht wirklich was an der Karte getan. Kaperbrief. So, hier, das ist der Season Pass. Ja? Hat doch jeder. Und nicht. Ist auf Gold angelegt. Was ist denn so special hier? Das bittes Achterdeck. Okay. Das ist schön. Aber was braucht man denn unbedingt? Boah, der ist cool. Ja, mal machen. Ein Kaffee wird. Ja, was ist das? Bruderpachtvertrag, Küste von Afrika. Ja, also bis jetzt weiß ich noch nicht, was man hier. Oh, was ist das? Minensprunglader. Der klingt interessant. Neue Klamotten, klar, Schiffe, ja. Hier. Da. Piqueur oder irgendwie so. Oh. Hauptgewinden. Gewinde. Acht für die Rote Insel. Etwas Gnade, Stufe 2. Die Augen. Wurmart. Hier mal. Höllischer Schlund. Okay. Abgrund 1. Hier gibt es Panzerung. Ja. Besserte Bauteile. Was hat das mit diesen Pachtverträgen auf sich? Woche 6. Steht hier nicht normal, wie lange das noch läuft? Scheint nicht. Na gut. Was haben wir hier? Aktivitäten, Riesenwelle. Monsterwellen gehören, bla, richtige Buche, Sekt, bla, ja, kenne ich schon, danke. Oder. Ja. Stellt neue Ware her, verkauft sie automatisch an Schmuggler, oder? Wenn 8 Stück generiert, mit dem du, ja, cool. Dann das mit dem Schiff. Gut. Okay. Das hat doch auch einen neuen Hintergrund, oder? Sieht irgendwie dunkler aus. Interessant. Gibt einen neuen Rang, so wie es aussieht. Oder? Nee, das ist einfach nur. Ja, doch. War schon so. So, was ist das hier? Ereignis. Sommerfest. Hol die Aufträge von Janita und schließe sie ab, um Korken zu. Eishänder besiegen. Verschönerungen. Okay. In 9 Tagen ist schon zu Ende. Achso, und da kann man. Hä? Das Korken? So, hier. Ich hab doch. Warte mal, ich habe keine einzige mehr. Ich hatte alle hier. Das ist auch cool. Ja, das. Okay.
Ich weiß nicht, ob das resettet. Ah, ich glaube, das wird resettet nach Dings, ne? Da irgendwas habe ich mal auf dem Schirm gehabt. Der hier? Irgendwas ist dämmert's da in meinem Hinterstüblein. Ich glaube, das resettet sich immer nach Saisonende. Die Verbesserungen nämlich in dem Versteck müssten auch weg sein. Noch ein betrunkener Hund, der kommt, um meine Bekanntschaft zu machen? Seid ihr nicht ganz bei Trost? Oder dürstet es euch nach mehr? Ein mächtiger Wohltäter auf eurer Seite könnte den Unterschied machen. Was für ein Riesen. Mr. Frederick Tuling, Ja, Krabbel in New York da sitzen, hinten. doch seine Beziehungen reichen bis in den Indischen Ozean. Ich habe beobachtet, wie ihr die Gesellschaft hiesiger Piratenfürsten pflegt, gemeinsam die Meere plündert und jene vernichtet, die euch gefährlich werden könnten. Doch wie weit können euch diese Verbündeten voranbringen, Captain? Mr. Tuling hat große Pläne für den Indischen Ozean. Pläne, die weit über diese Piratenfürsten hinausgehen. Ist die Zeit gekommen? Wird jemand diese Region beherrschen müssen? Und dafür sorgen, dass die Geschäfte glatt laufen? Egal, ob nun mit Diskretion oder fester Hand. Seid ihr dieser jemand, Captain? Glaube nicht. Will wahre Macht erlangen? Ich sehe nämlich nach Chaos. Macht hier. Arbeitet mit uns und ihr erhaltet alles, was einer Piratenlegende gebührt. Sei es edler Zierat oder Verbesserungen für euer Schiff. Doch zuerst an die Arbeit. Also der Bart von ihm, für die großen Kompanien den... wollen um jeden Preis herrschen, naja. Während die Piratenlegenden auf dem Indischen Ozean um Ruhm und Reichtum kämpfen. Die Kompanie will den Indischen Ozean von Piraten befreien und sich seine Reichtümer einverleiben. Und die Übak-Zwillinge sollen das für sie erreichen, koste es, was es wolle. Schwert und Speer der Kompanie gewinnen genug an Boden, um meinen Auftraggeber zu beunruhigen. Ihr stimmt mir sicher zu, dass wir aufgehalten werden müssen, ehe wir alle in den Fängen der Franzosen landen. Man hier in den Fängen der Franzosen. Ach, Pestdinger gibt's immer noch? Wäre La Pest Pestbringer ab. Krieg ich dafür irgend so einen Mantel? Verhasst wie La Pest. Welche La Pest Kontrolle über die Region, in dem du seinen Speer jagst? Erzähl mir, was kürzlich alles geschehen ist. Ich habe etwas, das euch interessieren könnte. Echt? Habe ich das? Oh, tatsächlich. Schön. Ihr seid nicht der einzige Pirat, mit dem ich für Mr. Tuling gesprochen habe. Bei ihm kann man auch den Kaperrüff ansehen, genau. Bietet jenen Gelegenheiten, wir werden jede Woche neue Aufgaben für euch haben. Ja. Vertretet die Interessen meines Arbeitgebers. Ja, ich weiß schon. Und ihr werdet belohnt. Ja, das ist hier das. Ja, erzähl mir mal ein bisschen was, was geschehen ist. Die Kompanie erobert den Ozean Stück für Stück. Schon Feuer. Werden von Armand und Bertrand Ubac verkörpert. Okay. Zwillingen mit einem musikalischen Talent, die nach Piratenblut dürsten. Je besser ihr Mr. Tulings Interessen wahrt, desto mehr Waffen und Ausrüstung erhaltet ihr, die euch gegen die Kompanie einen Vorteil verschaffen. Aha. Ein paar wohlplatzierte Minen könnten Wunder wirken gegen die Zwillinge und ihre Torpedos. Torpedos haben die auf dem Schiff, okay. Ließe man sie gewähren, stünde die ganze Piratenrunde auf dem Spiel. Heißt mit der Teilungssuche nach schnellen Seeleuten. Erzählt mir mehr über euren Arbeitgeber. Was könnt ihr mir über die Kompanie sagen? Ich habe, was ich brauche. Schnellen Seeleute? Wenn ihr glaubt, dass ihr das Zeug dazu habt, könnt ihr an einem Rennen teilnehmen. Im Rennen? Es soll sich an östliche Traditionen anlehnen. Es geht um einen Dichter, der im Fluss ertrank und drachenförmige Boote, die versuchten, ihn zu retten. Pah! Es geht nur drachenförmig, Wikinger? Der Schnellste auf dem Wasser bekommt einen ganzen Drachenhort an Belohnungen. Sprecht mit dem Schiffsbauer, wenn ihr es versuchen wollt. Okay. Es gibt keinen gerisseneren als ihn, Captain.
Mr. Turing gehörte zu den Ersten, die das Potenzial des Indischen Ozeans erkannten. Und das von New York aus. Inzwischen wollen viele... Viele Ratten, die kriegen... Ja. Schnell aus hier. Jetzt hier in dem Keller. Mr. Turing ist besorgt. Und das zu Recht. Sein Vertrauen in einen gewissen betrunkenen Piratenfürsten. Denkt daran, Captain. Das Geld muss fließen. Auch wenn dafür Blut vergossen werden muss. Jut, Compagnie Royale. Setzt alles daran. Interessen im Indischen. Ein mächtiges Kriegsschiff der Kompanie. Okay. Die Soleil Royale. Acht über das Gewässer. Eintracht mit den Zwillingen. Es zieht auf jeden. Solch dreiste Expansionsversuche schmecken meinem Auftraggeber gar nicht. Je eher dieses Schiff in Treibholz ver. Okay. Mhm. Hm? Genau. Gut. Lust auf ein Rennen? Geh zum Schiffsbauer. Ja, ja, ich gucke erstmal hier meinen Briefkasten. Was haben wir denn hier Schönes? Drei Sachen. Captain Freeman, ein Sohn der Freiheit. Freeman's Brief. Ahoi, Brett, eure Leistungen für das Ruder blieben nicht unbemerkt und ich werde nicht mühen, jener gehört, die meine Verbündeten hilft. Weil eine Kleinigkeit, die euch für den Sprung helfen soll, nutzt sie weise in den Ozean. Nutzt sie weise und baut weiteren Einfluss auf den Indischen Ozean. Oh. Oder Pachtvertrag. Ihr wart ein emsiges Bienchen in letzter Zeit und habt eure Rivalen mit eurem brutalen Imperium übertroffen. Eine strahlende Zukunft. Naja, ein Achterstück. Wenn ihr ein Zeichen unserer Dankbarkeit in einem Brief finden. Freuen uns drauf. Verbesserte Bauteile, Ruderpartvertrag. Geklaute Baupläne. Danke für Einkauf. Immer mit hier wieder gut. Grabbrüchtoken, Absicht 1 verwenden. Pachtverträge des Ruders sind exklusive Urkunden, mit denen du eine Manufaktur deiner Wahl in Besitz nehmen kannst. Um einen Pachtvertrag einzulösen, zähle ich zu der Manufaktur, um die Urkunde vorzuzeigen und sie in Besitz zu nehmen. Für unterschiedliche Manufakturen können unterschiedliche Arten von Pachtverträgen geschlossen werden. Überprüfe die Gültigkeit eines Pachtvertrags, bevor du... Aha. Sollen wir hier? Ja, habe ich gerade gelesen, danke dir. Exotische Materialien. Ein von Ruderkontakten gestempeltes unbegrenztes Eigentumszertifikat für eine Manufaktur deiner Wahl. Übrigens Brief, Auftragsgegenstand, Besitzurkunde, Auftrag. Ein von Ruderkontakten gestempeltes... Okay. Dann mache ich die Dinger hier mal. Mein bester Kunde ist zurück. Ja, hat ja lange gedauert, ne? Ja, Materialien. Glaube ich, darf ich nicht. Warum hat das Haussymbol? Für euch ist hier immer ein Platz. Das habe ich eigentlich angenommen. Wo sehe ich denn nochmal G, ne? G. Klaute Baupläne. Bessere ein Schiff beim Schiffsbauer. Klagelied des Piraten. Sprich mit Janita mehr über die Präsenz. Mach mit Janita weiter, wenn du bereit bist. Tropische Verlockung. Löse den Ruderpachtvertrag von Freeman ein. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Schiffsbauer. Ich bin mir nicht sicher, aber gibt es nicht neue Schiffe? Sprich mit einem Schiffsbauer, um deine Schiffe zu verbessern. Die Verbesserung steigert Kampfkraft. Ja, danke. Nee, ich wollte es auch nicht lesen.
Haufen verkaufen. Irgendwas Neues? Der 8er Stück kann ich mir den holen. Der sieht auch cool aus. Okay. Sonst nix. Ja, Schiff verbessern. Null Zustand. 1 von 6. Bekommt hier irgendwas dazu? Verbesserung für Kanonenloop. Du kannst Bugwaffen ausrüsten und die hintere Kanonenluke nutzen. Erhöht den Schaden und die Reparaturmenge für Bettseiten. Weil man, der hatte das vorhin gar nicht, ne? Hinten? Ist bei dem neu? Nur. Das. Bug, Breitseite? Ja, der hatte auf jeden Fall keinen Bug und Achtern. Sehr interessant. Ja, aber die will ich nicht verbessern. Wegen den Materialien. Ne? Okay, ja, die möchte ich nicht verbessern. Neue Gegenstände herstellen? Es gibt tatsächlich neue Schiffe. Handwerker. Passe Brick. Alter, Brigantine? Nee, Brick. Brigantine haben wir ja schon. Sambuke, die war schon da. Bark, glaube ich, ist neu. Brick. Das sind beides Unterstützungsschiffe. Wiederbelebt. Stellt pro Sekunde schwerer Schaden um 0,5%. Aufzustand 0,5% wieder her. Auch für verbündete Schiffe in der Nähe. Stellt bei einem verbündeten Schiff Ausdauer um 50%, schweren Schaden um 10% und Aufzustand um 2%. Eine Reparaturwaffe benutzen. 36.000 Rumpfzustand. 60.000 Fracht. 1.000 weniger und aber gleiche Fracht. Sind 12. Schneller. Aufeinanderfolgende Waffentreffer gegen ein Ziel erhöhen die Effektivität. Anschließend eingesetzter Bojen. Was sind Bojen? 2%, maximal 30%. Wird zurückgesetzt, wenn mehr als 12 Sekunden zwischen den Treffern vergeht. Nachladezeit von den Waffen wird um 10% verringert, auch für verbündete Schiffe. Also der würde mich schon interessieren. Es wird als Kaperbrief belegt. Kaper. Okay. Und ja, Kaperbrief ist Dings. ja, aber habe ich gar nicht gesehen, wo denn? Überpassvertrag. Ah, doch, das war doch am Anfang, oder? Habe ich da nicht irgendwas gelesen? Irgendwo habe ich was gelesen. Initialstake. Sind nur Kanonen gewesen? Oh. Muss es ja hier sein. Tada. Hä? Bin ich dumm? Überpassvertrag. Gibt's denn das Schiff? Premium. Ach, jedes zweite ist. Ah, jedes zweite. Nee, hier braucht man sogar mehr. Bojenkasten. Jetzt Bojen.
Ja, das ist doch dann sicher irgendwo beim Premium mit dabei. Ja, die Kanonen kann man sich so holen. Schon mal gut. Hä? Der Adel? Schild? Nee. Ja, wirklich entweder blöd oder einfach nur blind. Nee, ich sehe es nicht, keine Ahnung. Entdecke Bonusbelohnungen. Immer für die Belohnungen einge. Das ist, wenn man hier Dingens kriegt. Aber Premium Pass ist todesteuer. Und so oft werde ich das Spiel auch nicht spielen. Es ist zwar schade, aber. Wollte nur mal reingucken. Also, gucken wir mal weiter. Was gibt's denn bei dir Neues? Ihr seid ein gefürchteter Pirat. Neue Gegenstände herstellen. Was haben wir denn so? Sieht alles erstmal normal aus. Könnte vielleicht neu sein. Den seine. Das gab es auch schon. Sieht auch normal aus. Ist das auf jeden Fall neu? Sind die, was man da freischalten kann? Überfluten 2. Listen, klar, Seefeuer gab es auch schon. So, hier gibt es auch neue. Die hat 420. Welche habe ich drauf? Weiß ich gar nicht. Hab doch eigentlich auch eine richtig gute drauf. Beim Schiff. Ist die? Weiß es nicht. Bojengranatenkiste. 20 Bogengranaten, die mit Sprungladern verschossen. Irgendwas Neues hier noch? Muss verkaufen. Besserte Bauteile. Ja, die brauche ich halt, die muss ich Lager tun. Interessant. So, ab ins Lager Wenn ihr damit. immer wiederkommt, muss ich euch eine Geschichte vorlesen. Lagerhaus, alles. Ja. Ich beschütze eure wertvollen Dann gucken wir mal zu ihr. Schauen, was sie so zum Verzählen hat. Servus. Während La Peste und die Seinen diese Region heimsuchen, hat die Compagnie Royale Truppen entsandt, um der wachsenden Gefahr durch Piraten zu begegnen. Die Übak-Zwillinge sind brutale Vollstrecker der Kompanie, die uns abschlachten sollen wie Vieh. Sie sangen einst für die Krone. Und nun soll ihr tödlicher Chor jeden Widerstand ausmerzen. Sie Okay. werden alle Piraten aufknüpfen, auch eure hübsche Visage, Captain. Das Ruder kann die Abtrünnigen koordinieren, aber es liegt allein an euch, sie zurückzutreiben. Tun wir das nicht, stehen nicht nur die Profite auf dem Spiel. Die Kompanie wird sich die ganze Region einverleiben. Trotz den Zwillingen und ihrer Chorflotte, beendet ihren Auftritt und zeigt ihnen, dass man die Piraten des Indischen Ozeans nicht zum Schweigen bringen kann. Aha.
Ja, fange Handelsschiffe beim Weltereignis ab, um Eis für Anita zu bekommen. Kaufte dann auf Eis.de. Der war flach, ich weiß. Segle zum Ort des letzten bekannten Angriffs und finde heraus, was hinter dem Verschwinden der Gesandten steckt. Da kriegt man ja richtig viel. Wenn mir was kürzlich geschehen ist. Die Übak-Zwillinge haben geschworen, alle Piraten auszumerzen, um den Weg für die Kompanie zu ebnen. Meine Vögelchen sind bereits verstummt, abgewürgt von den verstörenden Liedern der Zwillinge. Was weißt du über die? Verrückte Hunde von der Kompanie. Einst sangen die Katze sie die französische Krone, doch sie Bilder sind cool. Ungnade. Man munkelt von heißer Leidenschaft. Der, wo im Vordergrund ist, sieht aus wie David Jones irgendwie so ein bisschen. Oder nee, David Jones hier, wie heißt er? So viele Köpfe wie nötig rollen, um sich selbst vor der Guillotine zu retten. Boah, wie hieß der nochmal? Ah, ich habe so oft Fluch der Karibik angeschaut. Der war es auch immer, die Black Pearl geklaut hat und so. Und für sich beansprucht. Barbossa, genau. So, jetzt haben wir's. Wir haben schon zuvor Company Hunde versenkt. Die Kompanie Royale nutzt all ihre Verbindungen und Ressourcen, um ihre Flotte zu verstärken. Ihre Schiffe tragen fremde Farben und Waffen und werfen lange Schatten, bevor sie über unsere Außenposten und Siedlungen herfallen. Passt auf, Captain, dass ihr nicht die volle Wucht ihres Zorns abbekommt. Okay. Mehr Angehörige des Ruders finden ist ein Zufall, ja. Unsere Spitzel sprachen von einem Lied, das ihnen nicht aus dem Kopf ging, bevor sie nach und nach verschwanden. Kurz darauf wurden unsere Außenposten und Siedlungen angegriffen, als wäre das Lied ein Vorbote dieser Überfälle. Der Kompanie ist egal, wer lebt oder stirbt, solange alle Piraten brennen und die, die ihnen Unterschlupf gewährten. Die Spitze sind unsere Lebensadern, Captain. Wir brauchen Informationen. Wenn wir nichts unternehmen, werden die Zwillinge uns ausbluten lassen. Dann ein andermal. Okay. Schön. Gut, dann haben wir hier erstmal das Edith auf der Insel, glaube ich. Und. Ne, wo hier? Geh. Ich würde das hier Lizenzdings. Holt das mal. Wo muss ich denn hin? Hier hin, oder was? Anscheinend. Ne, hier kann ich es auch machen. Wo muss ich denn damit hin? Löse den Ruderpachtvertrag von Freeman ein. Muss ich dafür vielleicht hier rein? Eine Manufaktur meiner Wahl. Klingt eigentlich cool. Soll ja angeblich dann auch für mich bei mir bleiben. Agieren. Was denn? Sieht anders aus hier. Ist da hier noch was drin? Jo, ich habe hier ein bisschen was. Aber nur ein bisschen was. Alter, 770 Schädel rum. Man gönnt sich ja sonst nichts. Auftragsrück. Richtig. Nee, hier kann ich nur den Schädel verkaufen, den Roll. So, ne? Ja, genau.
alles da unten. Okay. So, hier, das müsste auch zurückgesetzt sein. Hier hatte ich eigentlich auch ein bisschen gekauft. Manufaktur nicht im Bordello Manufaktur. Level 4. Das gab's auch nicht. Ich bin immer hier, dann darüber, hier. Kann ich da jetzt einfach hinsegeln und das für mich beanspruchen? Weiß es halt nicht. Nee, das ist nicht zurückgesetzt. Das ist immer noch auf Stufe 4. Aber hier steht eigentlich, werden alle zurückgesetzt. Aber meins ist zurückgesetzt worden. Finde ich auch in Ordnung. Genau, Chat gibt's auch endlich. Da haben auch alle sehr lange drauf gewartet. Haben wir 8 Stück und Punkt. Ja, das 8er Stück der Sammeln ist eigentlich schon. Warum ist, wird mir jetzt das Ganze eingeblendet? Ja, dann gehen wir einfach mal aufs Schiff, würde ich sagen. Darin brauche ich nicht. Captains, die PvP-Frage haben, können sich gegenseitig Schaden zufügen. Okay, brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, Segel hissen. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob irgendwelche neuen Schiffe oder so kommen. Schon interessant, wenn man so länger nicht mehr in einem Spiel war und sich das dann nochmal alles anschaut. Was sich so getan hat. Oder beziehungsweise was halt auch nicht. Das links sieht auch anders aus. Warum ist mein Schiff Level 11? War das nicht Level 2? Nee. Das Interface sieht anders aus. Das war auch ein anderer Sound. So, hier ist... Haben wir hier einen Flammenwerfer, glaube ich. Habe ich hier. Börse. Habe ich auch Mörser? Habe ich die? Okay. So, wie waren das nochmal? Hier ist Fernglas. Ich habe irgend so ein Zahnrad, so ein grünes. Keine Ahnung, was mir das sagt. Ich nicht eigentlich auch Essen, wo mir Generation besser macht? Ne, das ist immer noch Chat, das ist Escape. Was war denn das nochmal alles? Ah, linke Steuerung. So. Fahren wir da jetzt einfach mal hin und gucken mal, ob ich irgendwas machen kann. Ansonsten warte ich halt, bis sich hier was aufmacht. War dies in der anderen, ja. Aber hier war keine Manufaktur, da bin ich mir ziemlich sicher. Level 10. Agieren. Willst du den Ruderpachtvertrag ein? Ja.
Ja, den hier, oder? Fuck. Lizenz zum Pachten. Ja, jetzt haben wir da. Haben wir das eingenommen, anscheinend. Okay. Weißer Schädelchen. Zugewiesenes Schiff. Silberschnupftappe. Verbessere zur Freischaltung deine Manufaktur auf Stufe 7. Hier kann ich Schiff zuweisen, Manufaktur verbessern. Für 1000 Achterstücke. Ich denke, das Beste, ne? Bis Level 10 geht. So. Dann finanzieren 14.000. Ein. Versorgungsfahrt. Der mal abliefern. Wacholderbeeren mal 120. Ziert für 18 Stunden. Warum kann ich hier kein Schiff zuweisen zur automatischen Sache? Geringes Risiko, extremes Risiko. Geringes, empfohlener Schiffsrang 4. Jetzt macht es auch Sinn, seine Schiffe dann weiter zu verbessern. Interessant. Ah, hier kann man was einnehmen. Hier und da drüben. Ja, ich würde hier einfach mal hin. Schauen, ob wir rechtzeitig kommen. Ja, Gegenwind wie immer. Wette hier. Schön aussehen tut es halt immer noch, das Spiel, da kann man nichts sagen. Ich hab's schon immer schön gefunden. Nur halt Level 13. Er hat einen Haufen Schatzkarten und Truhe bei 8 Stück. Er hat ein neues Schiff, oder? Ark. Weiß ich nicht. Wo muss ich denn hin eigentlich? Hier geht's nicht weiter, ne? Ja, halt. Mit 8 Stück. Lebe ich doch nicht mit dem Level 13 Schiff an. Vor allem, weil ich gar nicht mehr geübt bin hier. Zielen und was weiß ich. So, ist da schon jemand? Glaube nicht. Nämlich keine Teilnehmenden. Nein. Hey, gleich doch. Aber das gab's damals auch nicht, dass man da schnell reisen konnte dann. Ist auch gut, dass es gibt. Okay, Standardschiffe, klar. Das. Da fliegt was. Da fliegt. Ja. Wir haben nichts gesehen. Das darf doch. Will doch so nicht, oder? Auch die Bark. Buke. Kantine.
Bark ist anscheinend gar nicht so schlecht. So, ich würde das gerne einnehmen. Wäre echt cool. Vielleicht spiele ich ja doch mal wieder öfters. So, beginnt in. Die haben einen Wachturm. Müssen wir dann direkt wegmachen. Keine Zeit. So, 2 Minuten noch. Ist hier jemand mit drin? Aber ich weiß halt nicht, wie viele Leute das noch aktiv spielen. Ob man jetzt immer noch so Angst haben muss oder nicht. Weil damals hast du ja schon, ja, schon noch ein bisschen geguckt, ob jemand kommt. Auch geistiger Konflikt. Was? Level 1, der hier ist Level 2, ja, das ist schon besser. Den hier zuerst nimmt. Das ist halt natürlich das Beste, wenn man hier das einlösen kann. Das ist halt einmalig. Also eins hätte ich noch. Die Frage ist halt auch, kann ich das... Kann ich freigeschalten, ne? Ja, auch nicht. Das habe ich auch damals nie freigeschaltet. Auf Region beschränkt. All die Region erst frei, um diese mal. Ja, aber wie ist halt die Frage, ne? It half the merchant events. Just disappear for people. Keine Ahnung, was er meint. Aber wir müssen jetzt dann hier den Turm wegmachen. Ui, der brennt jetzt richtig. Okay. Ja, gefällt mir. Schön. Dann die, was Hilfe gebraucht haben, kommen jetzt Hilfe, indem sie untergehen. Schön. Da kommen wieder welche. Aber er hat gesessen. Habe ich nicht auch, wie ging das nochmal? Q gedrückt halten. Ich hab doch hier so einen Riesenbell nehmen. Ah. Zack. Den können wir rösten. Machen halt gar keinen Schaden, ne? Nee. Den rösten wir mal.
Ciao. Ja, die stacken ja hier richtig. Oh, jeder kriegt mal was. Bitteschön. Hier? Ja. Aus Brennen angefangen, der Kollege. Das gerne nehmen. Geld immer gut. Och jo. Hier wird da irgendwo ein Stack oder so. Was geht da vorne ab? Ah, das sind drei Schiffe. Ich dachte schon, das sind Torpedos. Gut. Da kommt eine riesige Flotte. Stacken dann bestimmt da vorne wieder. Den können wir wieder verbrennen. Haben wir hier Torpedos? Übernahme erfolgreich. Achso, ja, die sind direkt. Okay. Dann auch hier direkt einzahlen. Damit die anfangen zu arbeiten. Palisadenbruch schafft. Achso, so heißt. Stufe 4, Stufe 6. Ja, ich muss mich dem erstmal zufrieden geben. Ist hier sogar gesperrt. Finanzieren. Zuckerrohr mal 60. Ist das dann geboostet oder? Soll ich mir das vorstellen? Wahrscheinlich. Der läuft auch noch. Zwei Teilnehmende drin. Gut, dass ich alleine war. Ja, dann haben wir das auch gesehen. Ist auch noch beim Alten. App hat sich ja auch nicht wirklich verändert. Geld nehme ich mit. Die Leute hier sind immer noch, ja, stehen halt eigentlich nur am Schiff rum. Machen so ihr Ding. Drückt die eigentlich den Hebel runter? Ja, schon, ne? Wenn ich jetzt hier länger mache. Nee, der hebt sie noch fest. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, reicht es ja erstmal für den ersten Eindruck mal so wieder. Ja, schön, dass das Spiel trotzdem noch. Dass es noch nicht aufgegeben wurde, ist klar. Es kam ja erst raus, in Anführungszeichen. Aber ich bin mal gespannt, wie lange das noch, ja, so da ist, wie es ist. Weil viele waren gefühlt jetzt nicht online. Also normal war der Hafen ja immer bombenvoll mit Schiffen.
Naja, das müssen wir dann gucken. Mir hat es Spaß gemacht, mal wieder reinzugucken. Ich hoffe, euch auch. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Egal bei was. Ich mache ja momentan so ein bisschen Alter. Hier steht König Frederik oder was? Der Tod folgt euch auf Schritt und Tritt. Geil. Schöne Krone. Na gut, dann sage ich vielen, vielen Dank. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns und ciao.